Bad Oeynhausen geht es traurig weiter. Unser System ist am Limit, sagt der Bürgermeister der Stadt. Und Nancy Faeser antwortet schon vorab mit schnellerem Einbürgern. Und auch der Kampf gegen rechts in Bezug auf Bad Oeynhausen ist schon längst eröffnet. Der Schock von Bad Oeynhausen sitzt vielen noch in den Knochen. Und wenn ich diese Worte so sage, ergreift mich eine Traurigkeit und Gemütsschwere. Viele Menschen in Deutschland lässt dieser Fall weiterhin paralysiert zurück, denn sie sehen in dem Opfer ihr eigenes Kind, das weiterhin zur Schule geht, zum Fußballtraining, auf den Spielplatz, zu Feiern, zu Konzertveranstaltungen. Eine schwelende Angst bleibt zurück, die aufglimmt und wie ein Feuer brennt. Viele Menschen kämpfen mit dem täglichen Chaos der Gefühle. Gefühle, die für viele nicht erst seit Wochen und auch nicht erst seit Monaten, sondern seit Jahren am Ende sind. Auch wenn der Bürgermeister von Bad Oeynhausen seinen verzweifelten Hilferuf versucht, in doch möglichst nüchterne Worte zu packen, kann er nicht verhindern, dass die Verzweiflung, auf der diese Worte fußen, hindurch scheint. So sagt er, unser System ist am Limit, was Plätze angeht, was Integration angeht. So wird das nicht mehr funktionieren. Wenn wir Schulen haben, an denen 90% der Kinder Migrationshintergrund haben, dann wird es schwer, dort den Lehrstoff zu vermitteln und die Integration voranzutreiben. Das funktioniert so nicht mehr. Ähnlich klingende Worte hatten wir bereits 2006. Der sogenannte Hilferuf der Rüttli-Schule in Neukölln, Berlin. Ein Hilferuf, der so wie viele Hilferufe verstummte. Und das, obwohl die Probleme sich Jahr um Jahr verschlimmerten. Weil Presse, Politik und Polizei lieber schweigen, als das Problem aufzuzeigen. Und die, die sich trauten, Kritik zu üben, wurden in die rechte Ecke gedrängt. Auch zu Bad Oeynhausen sind diese Mechanismen schon wieder am Werk. Der Kampf gegen rechts ist schon wieder eröffnet. So hat die Welt verhindert, dass das Julian Reichelt-Nachrichtenportal News über die Trauerfeier im Park frei berichten kann. Aufgrund von Bildmaterial tatsächlich unabhängiger Journalisten konnte dies aufgezeigt werden. So kann man sehen, dass wohl ein Reporter von Welt einem der Angehörigen die Information zusteckt, dass es sich bei News um N...... handelt. Denn kurz darauf landete der wohl allen bekannte Spruch "Gib N...... keine Chance" auf Kamera durch einen der Angehörigen. Während manche es als Verhinderung der Pressefreiheit durch die Presse sehen, ist es für andere ein Missbrauch des Opfers für den Kampf gegen rechts. Während aber die Berichterstattung der Welt selbst als rechts gilt für manche, durch Titel wie "Bad Oeynhausen, wir zahlen jetzt den Preis für die Migration". Bereits 2018 haben wir in Chemnitz gesehen, wo es einen ähnlich gelagerten Fall gab, welche Absurditäten sowas annehmen kann im Kampf für politische Deutungshoheiten. Problemlösend ist sowas alles nicht. Während die Politik hingegen weiter Problemfälle schafft. So wurde dank Nancy Faeser nicht ein besseres Integrationsgesetz geschaffen, sondern ein einfacheres Einbürgerungsgesetz, was im Endeffekt schneller dafür sorgt, dass uns länger die Probleme erhalten bleiben. Und Opfer dieser Problematik sind in erster Linie Immigranten selbst. Gemessen am Bevölkerungsanteil in Deutschland gibt es proportionell 66% mehr Opfer bei den Immigranten in der Kriminalitätsstatistik 2023 für Deutschland. Und bei Fällen wie in Bad Oeynhausen ist es noch weitaus schlimmer. Bei 258 Fällen sind 162 Fälle sowohl Täter als auch Opfer Zuwanderer bei den von der Polizei sogenannten Straftaten gegen das Leben. Und das sind die Zahlen. Das sind Schlagzahlen, die dir wohl keine der großen Zeitungen demnächst sagen wird oder überhaupt auf die Titelseite bringen wird. Und das sind nur die Zahlen aus 2023. Die Zahlen von heute will man vielleicht besser gar nicht wissen. Das ist einfach alles so unglaublich traurig, vor allen Dingen deswegen, dass die selbsternannten Kämpfer für das Gute, die gegen Rassismus einstehen, darüber schweigen.
Wie können also Leute wie Ricarda Lang flammende Reden halten wegen Sylt und meinen, die Würde des Menschen ist unantastbar, wenn dieses Thema, wenn diese Zahlen, wenn diese Fakten, diese Tatsachen unangetastet bleiben von denselben Menschen? Mir scheint es so, dass ein Menschenleben in Deutschland nichts wert ist, egal ob nun mit oder ohne Immigrationshintergrund.